tick, zack, zack, wack, wack und bam, hab ihn! Ni hao, meine lieben Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, ihr seht schon, es fehlen einfach nur noch 22 Trophäen für Rang 35 Jean, Leute. Lasst uns versuchen, auf diesem Video die 6000 Daumen nach oben zu schaffen. Und wenn ihr wollt, dass ich YouTube Fulltime mache, beziehungsweise mich finanziell supporten möchtet, würde ich mich wirklich sehr freuen, Leute, wenn ihr rechts meinen Creator-Code eintragt. Und ja, das beziehungsweise wäre mein Traum auf jeden Fall mal YouTube Fulltime zu machen. Und dann werde ich auf jeden Fall auch easy alle Rang 35 pushen. Ihr wisst ja, ich habe selber persönlich keine Probleme, Rang 35er zu pushen, nur es ist zeitlich sehr schwer. Folgt mir gerne auf Instagram, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir reden nicht lange und let's go. So Leute, wir haben endlich ein Game gefunden. Ich zeige euch danach auch gleich gerne mal die History. Wir suchen echt sehr, sehr lange. Manche Games 10 Minuten, manchmal 15, aber meistens so im Schnitt, glaube ich, gerade so 7 oder 8 Minuten. Ich gucke nebenbei einen Film, deswegen weiß ich das jetzt gerade gar nicht so. So, jetzt mal kurz konzentrieren. Oh. Apex ist das erste Mal, dass wir gegen einen Apex spielen. Hier kann man auch sehr viel spielen, Leute. Ne? Gegen Shelly haben wir. Gegen Ems haben wir ein Problem. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich jemanden kill. Oh, das ist keine gute Idee, alles aufzumachen. Oh, oh. Und wir haben bis jetzt alle Games gewonnen. Ne? Ich zeig euch das auch gleich. Ich will jetzt nicht das erste Game verlieren, was ich aufnehme. Davor habe ich nämlich gar kein Game aufgenommen. Let's go! Oh. Nice. Go. Nein, 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 nein. Oh. Oh, oh. Hey, was war das? Und wir haben gerade so clean gespielt, jetzt habe ich die Aufnahme gestartet, jetzt ist das voll los. Wie denn so los? Hallo? LOL? Wir haben gerade jedes Game. Okay, wir haben gewonnen. LOL, wir haben gerade jedes Game übelst clean gespielt, ne? Das Game ist ja Chaos Fiesta ohne Ende. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the heck? Oh mein Gott. Leute, ich sag euch mal die History. Ne? Wir haben echt jedes Game gewonnen. Das ist das erste Game, wo ich sage, das war so ein Geschwitze. Wir haben auch gegen gute Teams gespielt, aber meistens war eigentlich gut carried, beziehungsweise wir haben gut dominiert. Ne, ihr seht, nur Wins. Auf jeden Fall heftig. Und ja. Leute, endlich haben wir ein Game gefunden. So. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, gegen was wir spielen. Oh, Crow, Mortal und Kneipenschlägerin. Oh, das ist interessant. Das ist ein gutes Matchup für uns. Das, eigentlich sollte das ein Free-Win werden. So. Wichtig ist, dass der Mortis nicht rankommt. Wenn er einmal drin ist mit Gadget, bin ich sofort tot. So, er hat gegessen. Ist gut, dass er sein Gadget gewastet hat. Sehr, sehr nice. Wenn wir, also wenn 10 Gems auf dem Feld sind, werde ich den Gem Carry von denen holen und dann haben wir gewonnen. Aber ich warte noch ein bisschen. Jetzt haben wir. Jetzt mach ich Chick Chick, Zack Zack, Wack Wack und Bam, hab ihn! E-Beams! Tschüss! Tschüss! Easy, Leute, easy. Bin ich mal gespannt, wer mein nächster Brawler auf 35 ist. Leute, schreibt gerne in den Kommentaren, feiert ihr das, wenn ich Rang 35er soll? Ich bin ja der einzige deutsche richtiger YouTuber, der jetzt auf 35 so pusht, ne? Auch das auch. Oh, Leute, nächstes Game.
Sehr, sehr nice. So. Leute, wichtig ist, dass ihr mit Jean auf jeden Fall schnell euer Pull kriegt, ja? Wenn ihr euer Pull nicht kriegt, habt ihr ein Problem. Weil Tara auf dieser Map hat meistens immer ein sehr schwieriges Matchup. Seht selber, ne? Sandy easy, Auto-Aim und weg ist Tara. Deswegen muss ich immer Tara helfen. So. Ich habe jetzt meinen Pull. Noch einen Schuss. Sehr, sehr nice. Jetzt muss ich gucken, dass ich unbedingt die Sandy pull. Und nicht sterbe. Währenddessen. Zack, er hat einen Wilden gegeben. Zack, Leute, let's go. Wenn er mich jetzt pullen sollte, wäre es egal. Werden. Fehler. Sehr, sehr schön. Komm, von nicht, von nicht. Okay. Er wollte mich pullen, ne? Aber ich gebe ihm die Chance. Ich gebe ihm nicht die Chance. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich jemanden pullen kann, gleich. Oh, das ist echt hart. Ich darf keinen Fehler machen als Gem Carry, ne? Oh ne, er hat das. Sehr schön, Leute, wir haben 10 Gems jetzt. Wichtig ist. Oh nein! Nein, er hat gegreedet! Er hat gegreedet! Oh ne. Oh oh, das ist ein Big Throw gewesen, Leute. Das war GG. Das Game war jetzt GG nach der Aktion. Und wir hätten schon gewonnen. Jetzt wird's hart. Wenn mein Teammate gerade geimpft hat. Okay, Leute, ihr merkt schon, ich kann nicht reden gerade. Ich muss mich mega konzentrieren. Ein Fehler und das Spiel ist verloren. Let's go! Sehr, sehr nice. Ich hoffe, er ist. Na, warum intet der? Oh mein Gott. So lost gewesen, Leute, von meinem Prank. Oh mein Gott, und jetzt inte ich. Oh mein Gott, Leute, let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kriege die Krise bei dem Game. Leute, wir haben davor ohne Witz so easy Games, also easy Games nicht, aber wir haben so gut gespielt zusammen. Aber diese Games jetzt gerade sind ja so schwer gewesen. Oder übelst close. Oh mein Gott. Bitte nicht tilten, Leute. Ich habe 2 Games bei meinem Brock vor Rang 35 getiltet, ne? Es sind noch 13 Trophäen. So, Leute. Auf geht's zum nächsten Game. So. Sprout ist auch sehr, sehr stark gegen uns. Sprout und Deckel, Leute, counter meiner Meinung nach. Ich muss unbedingt Sprout pullen. Wir hatten vorhin schon übelst die closest Games immer gegen Sprout, weil Sprout momentan mega broken ist. Jetzt hat mein Rank auf jeden Fall sein Ulti, was sehr, sehr geil ist. Ich werde ihn wieder durch diese chinesische Mauer blockiert. Nice, danke dafür. Unmöglich, das zu dodgen. Nice! Let's go! Ich hab's, Baby! Oh oh. Let's go! Der ist, ich glaube, noch 3 Wins oder so.
Ich glaube, ich bin auch wieder bei 1249, wie immer, ne? Man kennt's bei mir. Und zack! Weg mit dir! Sehr, sehr schön. Cool, Leute, und damit sind es nur noch 10 Trophäen. Und auf geht's zur nächsten Runde. Oh, diesmal haben die Mr. P. Oh, das ist ein sehr starkes Team auch. Sprout und Mr. P. Und M. Da muss ich auf jeden Fall auch sehr, sehr nice spielen. Aber es ist ein bisschen schwer für meine Tara jetzt was zu machen. Weil M ist halt wirklich sehr, sehr stark. Und Sprout sowieso ist er selber. Der Pinguin ist sehr, sehr nervig. Oh, jetzt fängt's an. Ob ich ihn irgendwie pullen kann. Ja. Ich muss, glaube ich, nochmal rechts helfen. Ja, ich muss rechts helfen. Sonst haben wir ein Problem. Hab ihn. Let's go. Renn. Sehr, sehr nice. Oh, er rennt da rein. Sehr gut. Ich habe bald meinen Pull wieder. Dann kann ich wieder Action machen. Das wichtig ist halt, dass ich meine Pulse treffe, ne? Weil, oh mein Gott, mein Frank rennt einfach rein in den Tür. Wenn ich nicht gut treffe, ist die. Gutes Gadget von meiner Tara gewesen. Nur leider kann ich nicht viel machen. Ich war doch ein Fehler von M. Einfach den runterspielen. Nice. Das ist der Fehler, den ich gemacht habe. Sehr, sehr schön von meinem Team gespielt. Sehr, sehr nice. Gucken. Okay, perfekt, Leute. Wir jetzt einfach. Oh mein Gott. So hart, Leute. Ich spiele auch im Prime Time. Ne? Also ich habe schon heute Mittag angefangen zu pushen. Und ja, noch 2 Games, beziehungsweise noch 3 Games. So, Leute, die letzten 3 Games noch. Puh. Echt anstrengend. So, eigentlich ist das voll gechillt, aber das lange Warten ist echt schlimm, Leute, wirklich. 10 Minuten zu suchen oder so für ein Game. Das ist echt katastrophal. Ist auch so zeitintensiv, muss ich euch ehrlich sagen. Sehr, sehr zeitintensiv. Ich meine, bis jetzt haben wir alles gewonnen, aber trotzdem ist halt das Matchmaking ziemlich hart, ne? Oh, ist so. Ja, okay, das ist okay. Wir dominieren so hart. Ich werde, vor allem Leute, auch wenn ich Rang 35 bin, werde ich ja weiterspielen. Ich mache ja keinen 31er-Move. Ich helfe ja noch meinen Teammates auf, ne? Das heißt, es werden bestimmt auch 2, 3, 4 Stunden, vielleicht auch länger gespielt noch. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Frank mitmachen will noch. Also seinen auch noch auf 35. Aber meine Tara sind, glaube ich, nur 2, 3 Games mehr. Hab ihn. Oh, Leute! Ich will in den Kommentaren lesen, Landi 200 IQ. Oh oh. Das war sehr riskant, was mein Teammate gerade gemacht hat. Nur so. Jetzt glaube ich, jetzt schon gewonnen. Ich kann auch nicht pullen, ne? Oh, das war so close. Oh, ich habe hier 2 Gems bei mir. Aber ich kann nicht rein, weil Tara mich sonst killt. Sehr, sehr gut gespielt von mir. Ich habe zwar jetzt den Pull gemisst, aber Tara hat auch eine super Ulti gemacht. Denkt dran, Leute, wenn ihr Rang 35 gepusht, müsst ihr slow spielen. Ihr dürft nicht so. Schnellpass spielen. Sehr, sehr nice. Noch 2 Games.
So, Leute, diesmal spielen wir gegen Poco Double Tank. Das hatten wir heute auch noch nicht. Das vorletzte Game, Leute. Zwei Games noch, dann sind wir bei den 35 G angelangt, was wirklich sehr, sehr lange gedauert hat. Mit dem Matchmaking auch. Ich finde auch übrigens diesen Skin von ihm mega geil. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr den Skin von ihm findet. Oh, oh. Ich muss mich mal ein bisschen fokussieren jetzt. Jetzt wird das wieder ein hartes Game. Nice. Sehr schön. Sie hat Gadget benutzt und ich habe Gadget benutzt, ne? Läuft. Wo drückt er Gadget? Ich bin jetzt gerade lost. Aber mein Teammate, aber egal. Wichtig ist, wenn 10 Gems, Leute, auf der Karte, auf der Map ist, müsst ihr den Gegner Gem Carry pullen und dann ist GG, ne? Dann ist Rente. Nur ist es jetzt gerade hier, dass irgendwie 2 Leute von den Gems haben. Oh mein Gott. Let's go! Sehr gut gespielt von meiner Tara. Einfach auf Gadget gedrückt und wir wissen, wie wir dann ist Rennen. Sehr, sehr nice. Es reicht, wenn wir ein Gem noch holen. Perfekt. Tschüss! Let's go, Leute, ein Game noch! Aber wie gesagt, das sind glaube ich noch 3 oder 4 Games, die ich noch für meine Tara spielen muss. Die mache ich auch noch. Beziehungsweise noch 40 Trophäen oder so für meinen Frank, die muss ich auch noch machen. Das heißt, meine werden wahrscheinlich bei 1300 oder so beenden. Ja. Das werde ich wahrscheinlich noch am Ende des Videos euch zeigen. Ihr wisst ja, Leute, ich mache Ehrenaktionen. Ich spiele ja da noch weiter, ne? Ich höre ja jetzt nicht auf, nur weil ich auf 35 bin. So Leute, wir sind beim letzten Game angekommen für die Rang 35, für den Rang 35, Leute, ihr seht schon, ich habe schon langsam keine Lust mehr. Mega warm und es ist einfach gefühlt jedes Mal 100 Jahre Matchmaking. Kurz konzentrieren. Aber ich habe richtig Bock auf Brawl Stars, Leute, und vor allem auf das Update, was jetzt dann kommt, ne? Habe ich richtig Lust. Oh. Nice. Ich habe jetzt meine Super, ich muss mal kurz zielen. Okay, die kommt nicht weg, ne? Die kommt da nicht weg. Sehr, sehr nice. Ab die Baby, let's go. Sehr, sehr schön. Oh, das wird echt ein bisschen was. Oh mein Gott, war das ein Closer Pull. Das hätte mich fast erwischt. So, ich brauche noch einen Hit, dann kann ich das Game carry. So. Leute, teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, ne? Und haut alle mal einen fetten Daumen nach oben auf Ehre, dass ich mir so viel Zeit nehme und noch 35 weiter. Sehr, sehr geil, Leute. Und damit haben wir auch bald die 35. Tick, 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 tick. Let's go, let's go, let's go. Sehr, 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 sehr nice. Sehr, sehr schön. Wir machen noch einen Screenshot, falls wir das mal brauchen. Und ja, Rang 35 Evil G, Leute. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf mit dem Video. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Wenn ihr mich supporten wollt, dass ich YouTube Fulltime mache und mehr Rang 35er push, wie gesagt, gerne rechts im Shop meinen Creator-Code eintragen. Kostet euch nichts und würde mich auf jeden Fall mega supporten. Ansonsten wünsche ich euch allen einen sehr, sehr schönen Tag noch und wir sehen uns heute Abend im Stream oder morgen wie jeden Tag. Ciao, ciao.